Ja, dann herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem neuen Spielchen mit dem Namen Codenames. Wir schauen mal rein. Ich hätte Schwierigkeiten, es jetzt zu erklären, deswegen macht die Chi das jetzt für euch. Ja, wir machen Learning by Doing, liebe Zuschauer. Ich erkläre das, während wir die anderen schon denken können, weil vielleicht einige von euch kennen es wahrscheinlich schon, aber wir machen das jetzt, nachdem wir unser Spielbrett gemacht haben. Und ihr seht schon, Christian und ich sind in einem Team. Ich bin Ermittler, Geheimdienstchef ist Christian. Und auf der anderen Seite haben wir Kitma als Ermittler und Alice als Geheimdienstchef. In. So, Chefin, ja. Richtiges Gendering ist wichtig heutzutage, ja. Ne? Die beiden, Alice und Christian, werden hier gleich auch aus der Lobby verschwinden. Wir können sie nicht mehr am Kopf haben. Deswegen haben wir gesagt, wir spielen mit euch, ja, aber nur, wenn ihr geht. Und das, das hat gerade. Aber ich möchte doch so gern die Stimme in deinem Kopf sein. Wir wollen nur euren Gamertag. Wow. Ja, nicht. Wow, euch was davon gewusst ist, mein Gamertag. Okay, ich gehe freiwillig. Tschüss. Ja. Tschüss. So. Bis gleich. Bis gleich. Später. Bye, bye. Aha. So, ich beginne mal die Partie. Ja, okay. Also, jetzt sind jetzt noch Chi und ich gerade hier, die ihr jetzt quasi hört. Und Christian und Alice sind in der anderen Lobby drin. Und ja, jetzt ist ja sowieso erstmal, ich glaube, ihr fangt an wieder, ne, Team Rot. Ja. Oder? Nee, Blau fängt an. Ihr habt echt? 9. Stimmt. Ein mehr okay. haben. Das heißt, im Endeffekt, Alice teilt mir jetzt ein Wort und eine Zahl mit und ich muss jetzt gleich die Anzahl an Begriffe mit dem Wort, was sie mir genannt hat, verknüpfen. Um hoffentlich möglichst viele blaue Karten aufzudecken. Das ist korrekt. Das hast du sehr schön erklärt, Kitma. Das weiß ich, da ist doch kein Problem. Ja. Also so lange müssen wir halt warten auf wundervolle Begriffe. Ja, das kriegen wir hin. Also da liegt ja schon. Wir können ja selber mal gucken, was wir haben. Oh, jetzt geht's los. Museum 1, okay. Das ein Wort. Museum. Ah ja, ich glaube, ich weiß schon welches. Ich guck gerade mal. Wahrscheinlich bist du auch bei Kultur, ne? Sag ich dir nicht. Okay, ich mach mal Kultur. Aber es könnte auch Bach sein. Bach? Ach, du wegen Musik Bach meinst du jetzt, oder? Ich glaube eher Kultur. Ja! Juhu! Alles klar. Achso, ich muss dann jetzt auf Raten beenden machen, ne? Ja, genau. Okay. Weil man kann ja immer eins mehr anklicken, als vorgegeben wird. Ja gut, ich hätte jetzt, aber das wäre reine Willkür. Und, ach komm, versuch doch. Das würde ich dann vielleicht in Erwägung ziehen, wenn wir... Chance liegt bei 1 zu 24. Ja. Dass du das schwarze triffst. Ich muss mal eben gerade mal parallel, damit das nicht so ruhig ist, mache ich mal so ein bisschen Musik im Hintergrund an. Achso, ja, die habe ich schon laufen. Ja, ich noch nicht. Warte mal. Ich habe schon Lo-Fi angemacht. Aber Pflaster und Diele wäre cool, wenn es in einem ist. Was haben wir denn noch? Haben wir nicht zweimal Pfeife? Nee. Ach, Pfeife und Schleife. Ja, weil es mit Eife endet. Parfüm, Verlierer, Anschlag, Chip-Inhalt, Post. Ich glaube, das sind aber auch echt Scheißwörter, ne? Attentat 2. Ach du Scheiße. Okay. Oh ja, Anschlag, okay. Oh Gott, ich war so doof. Ich habe bei einem Anschlag an so eine Pinnwand anschlagen gedacht. Ja, ja, ich auch als erstes. Das war auch, ja, natürlich, der Anschlag. Gee, wir sind so unschuldig. Ja, irgendwie schon. Was haben wir denn noch? Ach, Gift. Für Attentat, Giftattentat. Da habe ich jetzt merkwürdigerweise an das englische Wort Gift für Geschenk gedacht. Ach stimmt, das gibt's auch noch. Ja, Codenames ist verwirrend. Ja, ich gehe mal davon aus, es wird aber ein deutsches Wort sein. Wir haben ja auf Deutsch gestellt, ne? Ja, aber du kannst es ja trotzdem Englisch interpretieren. Pflaster nicht, Diele nicht. Inhalt, nee. Attentate sind meistens inhaltslos. Verlierer vielleicht noch, ne? Attentate sind ja meistens nur Verlierer, ne? Also Verlierer. Bei Attentaten gibt es nur Verlierer auf dieser Welt. Ja, genau. Feld für Feldminen oder so.
Boden, weil danach alle auf dem Boden liegen. Du kannst alles da rein interpretieren. Schleife, weil es in einem Päckchen kommt. Ja, also das ist eine Paketbombe. Oder Umschlag, genau. Ja, Briefbombe ist auch okay. Ja, Tanne jetzt. Ja, du kannst von der Tanne runterspringen auf einen, das ist auch ein Attentat. Ich meine Chips, ne? Auch wichtig, die ganzen Mikrochips, ne? Jetzt wo ja, wir momentan stimmt. Weltwirtschaftskrise, also das ist eine andere Form von Attentat, wenn wir auf einmal keine Chips mehr bekommen. Kraftmarke, die Artikel bei. Nee, ich würde tatsächlich mit Anschlag und Gift gehen. Ah, guck ja, mal. Ja, guck mal. Rattenbeben. Ja. Haben wir gut gemacht. Okay. Deine erste Runde war hervorragend und meine erste Runde waren hervorragend. Ja, ist gut. Ich meine, ich hatte jetzt auch nur ein Wort. Das war jetzt auch nicht so schwierig, ne? Ja, aber vielleicht konnte sie einfach nichts verbinden, ohne dass Kultur weg ist. Ja, ist auch schwierig gewesen irgendwie. Ich sage, das sind allgemein schwierige Worte zum Verbinden. Ja, aber das Problem ist, wenn natürlich, wir haben ja jetzt halt noch 8 Begriffe und ihr 6. Also das heißt, in gewisser Weise muss die ja auch irgendwann Risiko gehen. Ja, das stimmt. Wenn ihr alle, also ihr habt jetzt noch 6 Begriffe, wenn ihr jetzt alle 6 aufgedeckt habt, dann habt ihr auch gewonnen, oder? Ja. Okay. Büro 2. Ja, also könnte Post sein. Umschlag vielleicht noch. Marker? Ich glaube, das wird dann eher... Ja, ich hätte noch eins im Blick. Echt? Welches hast du denn jetzt noch im Blick? Das sag ich dir nicht. Oh Gott, ich hab dir auch geholfen. Nee. Mein Gott. Pfeife, Parfüm, Verlierer, Löwe. Nee, ich hätte tatsächlich den Artikel. Ja, da habe ich jetzt... Büroartikel. Ich ist auch gerade dran gedacht, aber glaube ich eigentlich nicht, dass sie damit Artikel nicht? Meint. Also glaube ich, hätte sie wahrscheinlich nicht Büro genommen. Also ich bin mir relativ schon mal sicher, dass es der Marker ist. So. Das hast du schön markiert. Da war ich mir eigentlich auch schon relativ sicher. So, Postumschlag. Na, wenn du Büroartikel nicht magst, dann wird es wahrscheinlich das Postbüro auch nicht sein. Nee, ich glaube, Post ist es auch nicht. Ich glaube tatsächlich, wenn der... Ich probiere den Umschlag. Ja! Ja, Mann! Jetzt würde ich doch die Klappe halten. Nee, ich hätte aber... Ich hätte auch so oder so den Umschlag wahrscheinlich genommen. Nee, ich hätte tatsächlich den Artikel genommen. Ach so, Raten beenden. Echt? Ja. Das wäre mir ehrlich gesagt... Das macht Büroartikel viel mehr Sinn. Okay. Aber gut, es ist ja gut, dass ihr zwei in einem Team seid. Das hat schon Grund, warum ihr zwei in einem Team seid und Christian und ich. Weil natürlich die Fallhöhe von Christian und mir deutlich höher ist, als wie die ja, von also wenn, ist. Wenn ihr als Pärchen gegen uns verliert, ja. Ne, also dann, wir haben nur zu gewinnen. Und ihr kennt eben. Beide das Spiel, das muss man dazu sagen. Alice und ich spielen das gerade zum ersten Mal. Ja, stimmt. Also eigentlich... Interessant, mein Browser im Vollbild lässt meine Frames droppen. Was? Okay. Ja. Okay. Aber gut, das ist Gott sei Dank nur ein Browserspiel. Da passiert nicht so viel grafisch Anspruchsvolles. Also kann ich auch mal nur 58 FPS haben. Geht klar. Was? 58 FPS für ein Browserspiel? Das ja, ist aber schon... Ne? Also, und nur stehende Bilder sind. Das ist grauenhaft. Das ist ja schon Standbild. Ja, kurz vom Standbild. Was gibt's eigentlich Neues, Kidman? Wir haben ja jetzt Zeit zu quatschen. Wir können ja uns über Gott und die Welt unterhalten. Alles gut, ne? Ist viel zu tun, ne? Die warmen Tage sind jetzt glücklicherweise ein bisschen von dann gezogen. Das stimmt, wie viel Grad haben wir denn gerade in München? Gerade. 21 bei Trübe. Ja, gucke mal. 20 bei Trübe. Also ich habe es jetzt tatsächlich gerade im Büro 26 Grad, wenn mein Thermometer richtig ist, aber kommt mir gerade nicht so vor. Gut, ich habe aber auch den Ventilator hier neben mir, muss man dazu sagen. Ich habe hier vielleicht 23 Grad oder so. Okay, ja gut, ist jetzt auch nicht so viel weniger, ne? Was ist jetzt Boah, eigentlich mit Christian? Oh, Christian hat... Landstraße 3, ach ja, Pflaster, gucke mal. Diele, Inhalt. Post. Vielleicht Feld? Feld?
Feld, ja, könnte ich mir vorstellen. Ja, wenn man Felder vorbeifährt, Boden, Schleife, Chip, Tanne. Ja, auf Land sind viele Bäume und Wälder. Hm. Vögel halt auch. Hupe. Ja, Hupe vielleicht, weil, ne, wegen Autos, die auf der Landstraße fahren. Auto ja. Ja, aber du fährst auch teilweise an Bechern vorbei. Lira, Sohle, Sonntag, Löwe, Pfeife, Parfüm. Okay, Pflaster ist mir safe. Ja, doch, würde ich auch sagen. Bach, den ich meinst. Aber es sind drei, ne? Also Pflaster würde ich jetzt aber auch safe sagen. Ja, ich klick's auch nicht an. Okay. Postboden. Der Rest ist auch irgendwie so. Ja, die Hupe wird's auch nicht sagt. Solen, Sonntag, Pflaster. Also für Pflaster, Straße steht wahrscheinlich für Pflaster. Land, dann wahrscheinlich für Feld. Aber was ist dann das dritte? Also ich würde wahrscheinlich eher die Tanne als den Vogel nehmen. Ja, Dito, weil du vorbeifährst, ne? Also Vogel, dann hätte ich irgendwas eher mit, wäre ich eher so auf die tierische Richtung gegangen. Ja, wobei das auch wieder schwierig, weil, ne, du hast halt auch so Sachen wie Löwe und sowas, naja, dabei, ne? Vielleicht kann er deswegen, muss er das deswegen den Vogel zum Beispiel umschreiben irgendwie. Ich würde den Vogel trotzdem nicht nehmen. Aber ich würde auf jeden Fall das Pflaster nehmen. Ja, das war schon mal richtig. Und das Feld, ja. Ich weiß nicht, ob ich mich traue, die Tanne zu nehmen. Was? Diele ist es nicht. Diele ist ein Raum oder ein Bodenbelag. Ja, das... Inhalt also, haben wir auch nicht. Zumindest nichts mit Landstraße. Ja. Ja, die Post fährt halt auf der Straße, aber es ist auch nicht so naheliegend. Ja. Glaube ich auch nicht. Boden. Ja, die Straße ist halt ein Boden, ne? Aber würde ich jetzt auch nicht nehmen. Das hätte schöner verbinden können. Schleife. Nee. Chip. Nee. Ja gut, Tanne wegen Wäldern, weil du auf dem Land wohnst. Der ist halt auch der Vogel vielleicht. Hupe, weil du mit dem Auto fährst. Du könntest jetzt doch theoretisch aber auch sagen, dass du schon Raten beendest, oder? Ja, ich kann auch schon vorzeitig beenden, wenn ich nichts mehr anklicken möchte. Kraft sehe ich auch nicht. Artikel sehe ich auch nicht. Bach vielleicht noch, aber das ist mir doch zu weit hergeholt. Verlierer nicht, Sohle nicht, Sonntag nicht, Löwe nicht, Pfeife nicht, Parfüm nicht. Es liegt ja jetzt wirklich zwischen Tanne, Vogel und Hupe. Also Sonntag hätte ich vielleicht noch den Sonntagsfahrer mit reingenommen, aber das wäre, glaube ich, auch zu weit hergeholt. Ist auch zu weit. Das ordnet sich so beim Bach mit ein. Ja, also ich hätte wahrscheinlich auch am ehesten noch die Tanne genommen. Ich bleib dabei. Ich geh auch mit der Tanne. Nein! Ja! Oh, geil! Aber ich hätte es auch genommen an deiner Stelle. Muss ich gestehen. Meint ihr dann wirklich den Boden? Weil mit dem Pflaster habe ich einen Boden, mit einem Feld habe ich den Boden. Ist einfach Boden mein. Schitty-Mixity. Aber Boden hätte es doch schöner mit Landstraße. Oh Mann, ich bin jetzt gespannt, was jetzt von Alice kommt. Ich meine, wir sind auf einen rangerückt, das ist schon mal ganz gut. Ja, habe ich gern gemacht. Ja, danke, Chi, danke. Ja. Oh, das war aber auch schwierig. Ja. Ich glaube, mein Boden. Meinst du? Aber das wäre echt, also mit Landstraße habe ich schon irgendwie sehr merkwürdig umschrieben. Ja. Hätte man da nicht irgendwie, also sind die Wörter, die jetzt da reinschreiben, eigentlich, können die selber tippen oder haben die da eine Vorauswahl? Nee, die können sie selber tippen. Dann hätte ich vielleicht sonst noch eher, was waren die anderen nochmal? Pflaster und? Feld. Es steht rechts im Spielprotokoll. Ah, okay. Dann hätte ich vielleicht irgendwas wie Landstraßenbelag oder sowas genommen? Ja. Hätte man zumindest. Boden ist aber auch schwierig zu umschreiben, weil ja die Diele dabei ist. Vielleicht deswegen. Ja, okay. Ja, wobei, aber das wäre ja mit Landstraße, hätte sich das ja schon wieder irgendwie ausgegangen, ne? Ja, gut. Hinterher weiß man es eh immer besser. Ja, natürlich. Das
du kannst halt jetzt auch, was auch nochmal schön ist bei Codenames, du kannst halt jetzt zum Beispiel, weil er gesehen hat, dass ich Vogelhupe angeklickt habe, und vielleicht ist eins davon richtig, oder beide sind richtig, weiß er nicht, kann er das jetzt einfach so lassen und komplett andere Wörter verbinden, weil er weiß, ich habe das noch im Hinterkopf. Ja, stimmt. Du kannst ja immer eins mehr anklicken, als er vorgibt. Ja, ne? Genau. Also könntest du theoretisch gesehen das vom gerade nochmal wieder gut machen, nachgeben. Ja. Okay, was? Fahrradladen. Okay. Fahrradladen. Ja, so Hupe vielleicht? Ja, ist jetzt schwierig mit meiner Hupe, ne? Fahrradladen. Inhalt, weil da gibt's Fahrräder. Und Fahrräder ist der Inhalt eines Fahrradladen. Ach da, Inhalt? Weiß ich nicht. Ich hätte vielleicht noch Artikel genommen für so, ne, so einen Artikel, den du veröffentlichst für einen Fahrradladen. Boah, das ist schwierig. Vielleicht Post, weil die mit Fahrrädern unterwegs sind? Ja, das könnte tatsächlich sein. Also ich habe da jetzt gar nicht so dran gedacht, aber ich wohne ja auch auf dem Land. Da sind die weniger mit Fahrrädern, sondern mehr mit Autos unterwegs. Ja, und ja, in der Stadt sind sie mehr mit dem Fahrrad unterwegs teilweise. Ja, stimmt. So die Briefträger vor allem. Ja, genau, die, was nur die Briefe haben. So, ja, jetzt entscheide ich mal, ne? Eins muss noch raus. Fahrradladen. Boah. Der Rest kann es auf jeden Fall alles nicht sein. Aber vielleicht meinst du ja auch Fahrrad mit einem Begriff und Laden mit einem Begriff. Das kann ja auch. Glaube ich nicht, dass sie das in der ersten Runde sowas machen würde. Ja, verstehe. Das spielst du zum ersten Mal. Aber sie kennt es schon als Brettspiel, nicht vergessen, ne? Fahrradladen. Boah, scheiße. Ich bin mir so bei keinem Begriff wirklich sicher. Ich riskiere, glaube ich, die Hupe. Oh, ja. Okay. Oha. Gut, dass ich nicht genommen habe. Oh, gut. Ja, was noch? Fahrradladen, Post. Aber Hupe passt bei Fahrrad, das ist eigentlich eine Klingel. Ja, ja, aber nur, wenn du an das, nur wenn du das Fahrrad... Ja, gut, ja, stimmt, wir sind... Ja, komm, ich bin noch Post. Oh, okay. Oh, das ist jetzt eine neutrale, oder? So neutrale, ja, die... Okay. Okay. Gewinnt nichts und verliert nichts. Wir haben Gleichstand. Mhm. Ja, aber ihr habt, ihr seid dran. Das heißt, ihr habt immer einen Vorteil, ja, auf eurer Seite. Wenn ich es jetzt nicht verkacke, ich klicke mal nochmal den Boden an. Vielleicht. Also ich marke ihn mal an. Ich klicke ihn nicht direkt an, ich marke ihn nur an. Vielleicht merkt dann Christian, dass ich den noch von Landstraße mir jetzt denke. Sieht er das denn jetzt schon? Also bei mir ist noch nichts angemarkert. Nee. Erst wenn er das Wort getippt hat, tippe ich das dann an. Wobei es theoretisch für ihn dann eigentlich egal wäre, weil er kann ja eh nicht mehr reagieren dann, wenn du es anmarkerst. Nee, aber dann weißt du, dass ich es vielleicht das im Hinterkopf habe. Okay. Also er verbindet mir jetzt natürlich den Boden direkt mit irgendwas, dann hat sich das auch erledigt. Ja, klar. Ich muss sagen, ich finde bei Codename den Ermittler einfacher zu spielen als den Geheimdienstchef. Kann ich halt noch so gar nicht mitreden, weil ich halt die andere Rolle noch nicht gespielt habe. Ja, stimmt allerdings. Aber ist auf jeden Fall interessant. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das so zum Zuschauen ist, also... Dann würde mich ja gern mal doch schon die eure Meinung interessieren, liebe Herr Zuschauer. Also gefällt euch Codenames oder nicht? Also ja, unter dem Aspekt des Zuschauens, ne? Das ist das Entscheidende. Ja. Wochenendspaziergang. Boah. Okay, da haben wir den Sonntag mit drin. Mhm. Den Bach. Drei will er wieder. Ja, Wochenende ist Sonntag. Spaziergang. Also da wird der Boden vielleicht ja auch noch irgendwie reinpassen. Ja, ich gehe ja auf dem Boden entlang. Boah,
auch ein Endspaziergang. Vielleicht der Vogel, so, ach, ne, wenn man irgendwie spazieren geht, dass ja, dann die Vögel. Ja, wir sind ja wieder den Vogel auch mit dabei, ne? Ah. Das ist so eine Scheiße. Vielleicht tatsächlich auch die Kraft, ne? Weil du brauchst ja auch ein bisschen Kraft für so einen Wochenendspaziergang. Ja, nee, das Christian ist Österreicher, der wandert ja auch Berge hoch mit nix. Achso, ja gut, stimmt, die brauchen dafür keine Kraft. Keine Kraft, nein. Das ist keine Blut. Die wachen schon, die kommen schon mit Wanderstiefeln auf die ja. Welt, die Österreicher, ne? Also ich nehme mal den Sonntag. Ja, okay, das war jetzt auch, glaube ich, relativ offensichtlich. Ich traue mich nicht, den Boden anzuklicken. Ich bin mir, also, ich wäre mir jetzt irgendwie auch, ich hätte jetzt noch eher, Bach wäre ich eigentlich auch relativ sicher. Boden bin ich auch so, weil Boden, das ist so ein nichtssagendes Wort irgendwie. Ja, es ist halt ein Kackwort. Da kannst du so alles Mögliche reininterpretieren. Einfach Boden. Aber ich habe halt auch Angst, das Schwarze anzuklicken, ne? Das gibt's ja auch noch. Ich meine, je weniger Karten es werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit. Dieser Fickboden! Ah. Ah, ich hätte den Bach genommen. Was will er denn Wochenende spazieren? Warum, was wollte er denn da mit Landstraße? Alter! Vielleicht wirklich Bach und Vogel. Puh. Gott, ich bin so schlecht in diesem Spiel. Unglaublich. Die da oben kecken sich wahrscheinlich jetzt einen ab. Weiß ich nicht. Vielleicht verzweifeln die auch einfach gerade, weil die überhaupt keine Ahnung haben, wie die uns das darbringen sollen. Ja. Ich warte nur drauf. Die Worte werden immer länger. Was nicht unbedingt einfacher ist. Wenn du dir anschaust, Museum, Attentat, Büro, Landstraße, Fahrradladen, Wochenendspaziergang. Ja, am Anfang war das noch relativ offensichtlich, fand ich. Das war doch noch irgendwie einfach. Ja, das heißt aber, dass die Wörter relativ schwierig zum Kombinieren sind. Ja, manchmal ist, glaube ich, weniger auch mehr. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, ich kann verstehen, du musst, ne, gerade wenn du das zurückliegende Team bist, du musst so ein bisschen ins Risiko gehen. Aber ich meine, jetzt sind wir zum Beispiel eins hinter euch. Da würde ich jetzt zum Beispiel auch nur maximal zwei nehmen, weil es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt sofort einen riesen Vorsprung gewinnen. E-Bike. Okay. Ruhe. Ja, sie hat den Fahrradladen halt noch gehabt. Das, ich hätte tatsächlich auch irgendwie den Artikel noch im Kopf gehabt. Aber E-Bike, da habe ich auf jeden Fall noch den Chip. Weil ein E-Bike hat natürlich irgendwo den Chip noch mit drin. Vielleicht die Kraft, weil du keine brauchst. Ja, das hatte ich jetzt auch gedacht. Das sind so die drei, die ich glaube. Also ich bin eigentlich relativ safe, dass es der Chip ist. Jawohl. Und ich bin mir eigentlich... Ich weiß natürlich nicht, ob es das E-Bike jetzt vielleicht auch wegen dem Fahrradladen halt nochmal genommen hat. Dass sie mich auf den Artikel irgendwie nochmal aufmerksam machen möchte. Weil es halt auch so ein prominentes Thema in den Medien halt momentan auch ist. Echt? Ja, also generell E-Mobilität, ne? Jetzt nicht nur aufs E-Bike bezogen. Aber ich würde eher zur Kraft tendieren. Ich riskiere es. Ah, Scheiße. Aber hey, besser so als schwarz. Das stimmt. Die weinen wahrscheinlich. Die weinen. Aber ich behalte den Artikel wieder im Hinterkopf. Ich habe das Gefühl, der Artikel, der gehört zu uns. Aber ich traue mich einfach nicht wirklich. Nee. Scheiße. Wenn du übrigens auf die geklickten Karten draufklickst, dann kannst du den Ding nochmal anschauen, das Wort drunter. Die geklickten Karten? Ach da, ja, Tatsache. Puh. Was denkst du denn, was schwarz ist? Ich glaube, das Parfüm ist schwarz. Ich habe keine Ahnung, wirklich nicht. Ich glaube, das Parfüm ist schwarz. Also ich würde mich da überhaupt nicht festlegen. So, Schatz, jetzt hau eins raus, was mir drei Punkte gibt und dieses Spiel beendet. Ich meine, ihr habt halt den Vorteil, ihr könntet Schatten schickt. Ja? Ach, das ist ein Spiel der Schatten, so wie früher bei Yu-Gi-Oh! Ja. Ah, Yu-Gi-Oh! Ey, das würde ich halt auch gerne mal irgendwann wieder spielen, ne? Aber ich habe halt meine alten Yu-Gi-Oh! Karten nicht mehr. Wassereimer. Okay, Bach, Entschuldigung, Bach. Schatz, ist okay, ich habe den Bach verstanden. Ja, ich hätte den Bach vorhin schon genommen, ich hab's dir gesagt beim Wochenendspaziergang.
Vielleicht die Sohle? So die Sohle vom Inhalt? Eimer? Nee, das sagt man nicht, Sohle. Aber Wassereimer hat Wasser als Inhalt. Was anderes könnte ich jetzt nicht über drei Ecken verbinden, weil die Diele nicht. Ich glaube, was anderes macht auch nicht so wirklich Sinn, ehrlich gesagt. Die Schleife nicht, den Vogel nicht, der Artikel gehört eh euch, Löwe nicht. Klick den doch mal an! Nicht. Ja, nee, machen wir mal nicht. Parfüm nicht. Ich gehe mit dem Bach. Scheiße, dann müssen wir. Im Inhalt. Yes. Okay, Alice, du musst jetzt all in gehen, es nützt nichts. Die brauchen nur ein Wort. Ich habe immer noch. Ein Begriff ist. Landstraße. Hat er ja auch nicht den Boden gemeint, ne? Da habe ich ja nur Pflaster und Feld übrig. Vielleicht ist ich habe immer noch diese Fickvogel da. Ja, vielleicht ist es dieser Vogel. Aber ich würde es, also ich meine, du kannst das machen, aber ich würde an deiner Stelle, ich meine, ihr braucht noch ein Wort, wir noch drei. Ich würde es nicht riskieren an deiner Stelle, wenn ich ehrlich bin. Ja, das bin. Stimmt. Wenn ihr jetzt nicht keinen perfekten Dreier macht, dann... Also es wird für uns eh schwer. Ich muss jetzt eh schon all in gehen. Das stimmt. Wenn es wirklich Vogel ist, dann beißt er jetzt. Dann beißt es sich jetzt. Ich krieg wahrscheinlich später noch so Haue wegen diesem Kackartikel, dass ich ihn noch nicht genommen habe. Aber das ist halt so unsicher. Da ist halt so über drei Ecken gedacht. Ich meine, das macht alles irgendwo Sinn, aber... Irgendwo macht das alles Sinn. Am meisten macht Sinn für die Geheimdienstchefs. Das sowieso. Wir sind eh die Doofen, also von daher... Ja. Ach Gott, oh Gott. Oh komm, Alice, nimm zwei Wörter. Den Artikel habe ich, den mache ich safe. Nimm zwei Wörter, die nichts verbinde mit Artikel. Verbinde den Artikel mit was, komm. Nein, das doch. Nützt nichts. Nimm zwei, doch. Die du noch nicht hattest. Bitte komm, Alice, ich zähle auf dich. Mach den Artikel mit rein. Wenn die jetzt wieder was mit Fahrrad schreibt gleich, ne? Die schreibt einfach nur der. Und dann zwei. Das wäre eigentlich gar nicht mal so doof, ne, so ein Artikel. Aber ich glaube, weiß ich nicht. Da muss das auch ja, schon wirklich halt, passen. Ja, du kannst ja gehen, wenn du nur ein einziges anderes Wort hast, der den Artikel der hat, dann würde es tatsächlich funktionieren. Genau, aber das nur dann. Du hast halt der Vogel, der Löwe. Und vor allem, es darf halt auch kein Artikel, also denselben Artikel bei einem Wort sein, was nicht dazu gehört. Mhm. Weil du hast halt dann keine anderen Anhaltspunkte, um das irgendwo festzulegen. Ja, da ist tatsächlich der, die, das drin. Schade. Das wäre eine coole Idee gewesen. Aber das, ja, wie gesagt, da muss schon alles irgendwie zusammenpassen. Das war ja schwierig, schwierig zu kombinieren hier. Aber wie bei dir einfach auch so vier Begriffe direkt aneinander sind. Ich meine, es ist so quer über dieses Feld verstreut, dann ist es so geballt. Ja gut, das ist halt Zufall, glaube ich, einfach nur. Trotzdem. Safari Capri-Sonne. Okay, da müssen wir nochmal drüber reden, über diesen Ein-Wort-Ding, oh. Ne? Also Artikel auf jeden Fall ist drin. Artikel, das mache ich gleich safe. Ah, Safari Capri-Sonne? Wie passt das denn überhaupt mit irgendwas zusammen davon? Tja. War auf der Safari Capri-Sonne ein Löwe drauf? Keine Ahnung, das machst du alleine, ich habe keine Ahnung. Verlierer. Ja, das bist du gleich. Ja, ich glaub's auch, weil ich... Pfeife. Löwe. Ich hab so... Parfüm. Sohle. Ich glaube, ich weiß das zweite Wort. Was meinst du denn? Ich meine, das heißt ja noch lange nicht, dass das so sein muss. Ich glaube, mit Safari ist der Löwe gemeint. Jetzt, ja. Also, gehen wir mal im Ausschlussverfahren. Diele macht überhaupt keinen Sinn. Schleife kann ich irgendwie nicht in Zusammenhang bringen. Vogel, der ist ja mehr der ist ja die Landstraße. Der kann es eigentlich auch nicht sein. So, Verlierer, keine Ahnung, hat mit Safari Capri-Sonne nichts zu tun. Ich hätte vielleicht die Sohle irgendwie noch getippt. Keine Ahnung warum, ist irgendwie so ein Gefühl gerade. Pfeife, Parfüm.
Pfeife. Pfeife, aber... Also eine Trillerpfeife, aber... Also Parfüm macht wieder keinen Sinn. Ich mach erstmal... Ich muss all in gehen, es nützt nichts. Ich probier's jetzt. Artikel. Jawohl, der ist schon mal drin. Der ist schon mal drin. So. Dann, was nimmst du jetzt noch? Ich habe aus irgendeinem Grund auch den Löwen im Kopf, dass der vorne auf der Safari Capri-Sonne drauf war. Ich habe keine Ahnung. Safari Capri-Sonne. Ich auch nicht. Ich kenne eine normale Capri-Sonne, aber. Ja, aber ich probiere den Löwen. Da sind Orangen drauf. Ich probiere den Löwen jetzt. Ja! Ja! Okay. Oh! Puh! Okay, ein Wort noch. Ich muss jetzt noch ein Wort. Komm. Boah, ich möchte nicht wissen, wie Alice gerade da am Quietschen ist. Oh. Aber du hast ja doch immer noch die Chance, dass du das Schwarze triffst, ne? Ja, gut, die aber... Die Chancen sind relativ hoch, dass du sie triffst. Die, aber ganz ehrlich, die Chance, dass wenn ich jetzt nichts nehme und ihr jetzt mit einem Wort, ein Wort kriegt ihr hin, also bitte. Ihr müsst nicht mal was kombinieren. Ja. Sohle, Pfeife. Das kann aber auch Schleife, Diele, Verlierer oder Parfüm sein. Du brauchst mich jetzt nicht beeinflussen dahingehend. Ja, kannst aber. Du hast Pfeife und Sohle nur aufgrund von Safari Capri-Sonne ausgewählt. Ich probiere die Sohle. Ich probiere sie jetzt. Ja? Bist du dir sicher? Nein, überhaupt nicht. Scheiße. Aber das passt immer. Ich komm! Na. Ja! Aber zumindest nicht schwarz. Zumindest nicht schwarz. Das stimmt. So, gib mir einen Vogel. Zwitschern. Ja. Verlierer? Yay. Oh, guck mal, Pfeife wäre schwarz gewesen. Oh! Oh, wow. Wow. Hallo. Alice. Hallo. Ja. Wie bringst du zu Verlierer mit Safari Capri-Sonne zusammen? Gar nicht. Es war zwei, nicht drei. Aber. Ja, er musste aber den dritten nehmen. Ja, ich musste all in gehen. So, weil ich weiß, aber es gab nichts, was die drei verbunden hat. Sie hat überhaupt nichts gehabt, was die drei verbinden können. Wir haben beide gerätselt, wie sie jetzt Verlierer damit reinnehmen. Also, wir müssen aber der Fairness halber sagen, wir beide haben zusammengearbeitet. Also, ich habe ich habe Christian Worte gegeben und er hat mir bei meinen auch ein bisschen geholfen. Das haben Chi und ich aber auch gemacht. Wir haben uns auch gegenseitig so ein bisschen geholfen. Aber du hättest, Alice, ich hatte den Artikel, den hatte ich safe. Den habe ich nur, weil ich mir zu unsicher war die letzten Male, noch nicht genommen. Ja. Aber den hätte ich so oder so genommen. Das heißt, du hättest eigentlich nur Verlierer und Löwe irgendwie miteinander kombinieren müssen. Naja, du hattest auf Artikel zweimal, war es, glaube ich, ja, geklickt. Ja, genau, deswegen genau. Dachte ich mir so, aber ich hatte noch im Kopf, ich hatte ja im Kopf, dass du den von dem Fahrradladen noch einen offen hattest. Und weil ich ja aber damals... dann Löwe und Verlierer... Ja, keine Ahnung! Weiß ich doch nicht! Oh, schau zu mir, der Boden beim Wochenendspaziergang fertig gemacht. Ja, vor allem... Oh mein Gott! Dieser oh mein Gott! Den Löwe. Boden hatte ich noch von Landstraße. Ach so, okay. Kinder. Ja. Löwe und Verlierer. Haarverlust. Lol. Aber Verlust ist halt, ich hab ja da eher gesagt, sie sollten nicht nehmen, weil Verlust so ein kritisches Christian, Wort wegen Verlieren. Christian hat mir nein, das geht Verlust noch. Zu benutzen. Geht noch? Okay, Entschuldigung, dann war es mein Fehler. Entschuldigung. Also du darfst Wortähnliche natürlich. Du darfst aber nicht das Wort selber logischerweise, keine englische Übersetzung und Safari Capri-Sonne. Also Bindestrichworte auch nicht. Okay, weil ich war mir nicht sicher. Du würdest noch als Safari Capri-Sonnenverlust so irgendwie sowas schreiben, gell? Ja, genau. Also, es muss ein Wort sein. Das okay, Safari Capri-Sonne ist halt das Capri-Sonne mit dem Safari-Geschmack, das damals gegeben hat. Also, es ist ein Artikel, der so heißt. Ja. Tatsächlich. Deswegen habe ich es genommen gehabt. Also, das ist wirklich, weil ich habe extra nachgegoogelt. Es gibt eine Sonderedition von Capri-Sonne, wo vorne drauf ein Löwe drauf ist. Und das habe ich gesagt! Safari Capri-Sonne. Ja. Ich habe deswegen. Alice, ohne Scheiß, ich habe keine Ahnung, wie Safari Capri-Sonne aussieht. Aber ich habe zu Chi noch gesagt, die kann es bestätigen. Ich habe das Gefühl, auf der Safari Capri-Sonne ist ein Löwe drauf.
Weißt du, was lustig ist? Als ich nach Worten gesucht habe, dachte ich mir auch, warte, gibt es nicht eine Capri-Sonne, auf der mal ein Löwe drauf war? Wie hieß die nochmal? Hab nachgegoogelt. Aber ich meine, letztendlich ist es gut, dass ihr gewonnen habt, weil ganz am Anfang hat Chi schon gesagt, also eigentlich hätten nur Chi und Christian was zu verlieren gehabt, so als ja. A, ich sag mal, eingespieltes Pärchen und B, die kannten das Spiel beide schon. Für uns, Alice, war es das beide mal das erste Spiel und wir sind nicht eingespielt. Ja. Also, aber hey, dafür lief es echt verdammt gut. Ja, hey, also ja, Alice, wir hatten es voll drauf. Spaziergang und das erste Wort kam von mir, tatsächlich. Das Lustige war, beim Wochenendspaziergang habe ich noch zu Chi gesagt, so, mach auf jeden Fall Bach. Und sie hat sich dann für den Boden entschieden. Ja, weil ich den Boden noch von der blöden Straße habe. Siehst du, Kidma, wir beide funktionieren doch ähnlich. Ja, bei der Straße habe ich die Tanne nicht gesehen. Die Tanne habe ich einfach Tanne komplett überlesen. Da haben wir gedacht, komm mal ein Bach vorbei mit Vogelgezwitscher. Ja, und ja, die Straße ist gepflastert. Die Pflaster ist... schön. Aber eine gute Runde. Das war echt richtig knapp. Hätte jetzt... das letzte, das mit dem Vogel, wäre das nicht so eindeutig gewesen, dann hätten Kidma und ich genauso gut dann mit dem nächsten, mit Verlierer irgendwie gewinnen. Das stimmt. Ein Wort ist immer relativ einfach. Es ist immer dann schwierig, wenn du mehr als eins miteinander kombinieren musst. Ja. Aber ich würde sagen, nächste Folge machen wir direkt nochmal eine Runde, oder? Ja, ja, tauschen wir mal. Dann können wir ja mal tauschen. Ja. Oje. Gut, dann lasst auf uns auf alle Fälle wissen, wie ihr es findet. Genau, schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie es zum Zugucken ist. Und nächste Folge gibt es nochmal ein Ründchen und dann schauen wir einfach mal, was die Zukunft so mit sich bringt. Yes. Danke fürs Zusehen. Ciao. Bis dann. Tschüssi. Bye.